Zu einem hoffentlich sehr großartigen Fußballspiel. Die Fans hier, die machen schon richtig Bambule. Hoffentlich hält auch das Wetter, denn es ist ja Regen vorhergesagt, der möglicherweise das Spiel in einer gewissen Form auch verändern kann, auf jeden Fall mit beeinflussen kann. Je nachdem, wer mit dem Regen dann besser zurechtkommt, mit dem tiefer werdenden Rasen, der scheint hier dann womöglich auch die besseren Chancen zu haben auf einen Erfolg. Das sieht schon einfach grandios aus hier. Eines der beeindruckendsten Stadien in diesem Teil der Welt. Wie Sie sehen, ist die Partie bereits angepfiffen worden. Den knallt er einfach mal weg. Lejeune. Ja, Sie bekommen hier den Freistoß. Ja, das war faul. Ganz klar, Freistoß. Boah, das geht hier gleich richtig zur Sache. Das komplette Pressingprogramm. Aus der Gefahrenzone. Was für eine Ballbehandlung. Sehr guter Ball vor das Tor. Torhüter kommt raus und holt ihn sich. Toll auf und der Abschluss! Richtig stark gehalten. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Einfach mal entsorgen. Und jetzt gibt es dann doch die überraschende Konterchance. Da wird aus einer Ecke, also eigentlich einem Vorteil, plötzlich ein Nachteil für die eigene Mannschaft. Das ist ein Foul. Vollkommen richtige Entscheidung. Das ist eine gelbe Karte. Direkt aufs Tor. Amiri. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Der Angriff gar nicht so schlecht, aber dann doch am Verteidiger abgeprallt. Fernandes gewinnt den Ball für sein Team zurück. Das sah vielversprechend aus. Den knallt er einfach mal weg. Lejeune. Ja, Sie bekommen hier den Freistoß. Ja, das war faul. Ganz klar, Freistoß. Boah, das geht hier gleich richtig zur Sache. Das komplette Pressingprogramm. Thank you.
aus der Gefahrenzone. Was für eine Ballbehandlung. Sehr guter Ball vor das Tor. Torhüter kommt raus und holt ihn sich. Ah, toll auf. Und der Abschluss. Richtig stark gehalten. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Einfach mal entsorgen. Und jetzt gibt es dann doch die überraschende Konterchance. Da wird aus einer Ecke, also eigentlich einem Vorteil, plötzlich ein Nachteil für die eigene Mannschaft. Das ist ein Foul. Vollkommen richtige Entscheidung. Das ist eine gelbe Karte. Direkt aufs Tor. Amiri. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Der Angriff gar nicht so schlecht, aber dann doch am Verteidiger abgeprallt. Fernandes gewinnt den Ball für sein Team zurück. Das sah vielversprechend aus, Teil für die eigene Mannschaft. Das ist ein Foul. Vollkommen richtige Entscheidung, das ist eine gelbe Karte. Direkt aufs Tor. Amiri. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Der Angriff gar nicht so schlecht, aber dann doch am Verteidiger abgeprallt. Fernandes gewinnt den Ball für sein Team zurück. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das ganz anders hätten lösen können. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Macht er den? Und nun ab in...